Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast ein Dreivierteljahr nach dem Volksentscheid hat sich dann der Stadtentwicklungsausschuss endlich mit dessen Ergebnis und Konsequenzen daraus befasst. Das ist Berliner Tempo, sag ich mal. Und das Argument, das hätte man in der Sprecherrunde so vereinbart, trägt nicht, weil die Koalition wollte schlicht nicht. Und auch das Argument, man wollte das Anlaufen der im Herbst gestarteten Beteiligung abwarten, finde ich nicht besonders überzeugend. Gerade weil es an politischer Orientierung und Würdigung mangelt und der Senator Geisel sogar meinte, die geringe Zahl der Beteiligten an der Online-Beteiligung kritisieren zu müssen, steht das aktuelle Beteiligungsvorhaben unter keinem glücklichen Stern. Die Leute haben sich ja massenhaft beteiligt, als sie wussten, worum es ging und worauf es ankommt. Aktuell herrscht etwas Ratlosigkeit angesichts der vollkommenen Zurückhaltung des Senats. Der möchte offenbar am liebsten gar nichts mehr mit diesem Sehnsuchtsort zu tun haben und konzentriert sich fürs Erste auf die Olympiabewerbung. Und wenn diese scheitern sollte, dann wird wohl der notwendige Wohnungsbau und die wachsende Stadt keine Zeit lassen, sich ernsthaft mit den Bürgerwellen fürs Tempelhofer Feld zu befassen. Für dessen Entwicklung und den aufzustellenden Pflege- und Entwicklungsplan müssen schlicht die Erfahrungen der bisherigen Bewirtschaftung dargelegt, aktuelle Nutzungsverträge offengelegt und Vorgaben für künftige Entwicklungsziele als Diskussionsgrundlage formuliert werden. Und das natürlich vom Senat und von Grün-Berlin, von wem denn sonst? Dies alles ehrenamtlich Interessierten und einem semiprofessionellen Beteiligungsteam unter der koordinierenden Leitung des auch von uns geschätzten BUND-Geschäftsführers Tillmann Häuser zu überlassen, das ist eine schwache Leistung. Nicht von ungefähr haben wir seinerzeit unseren Antrag zur Partizipation gestellt. Der damalige Entschuldigung, meine Damen und Herren und Frau Rednerin, ich bitte doch etwas, den Geräuschpegel einzustellen und der Rednerin hier zu folgen. So, Frau Lomscher, Sie haben jetzt wieder das Wort. Der damalige Nutzerbeirat sollte in seiner Struktur und Arbeitsweise an die veränderten Anforderungen angepasst werden. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass Planungs- und Parkbeirat seinerzeit ein wichtiges Anliegen in unseren Diskussionen vor dem Volksentscheid waren. In der Sache hat sich hier nichts getan. Ich wiederhole, nichts. Zum Besseren hat sich schon gar nichts verändert. Die Neukonstituierung eines bürgerschaftlichen Begleitgremiums steht noch immer aus. Und über die Tätigkeit des zwischenzeitlich aufgelösten Nutzerbeirats gibt es keine öffentlich zugänglichen Erkenntnisse. Ob es interne gibt, entzieht sich naturgemäß meiner Kenntnis. Nach unserer Vorstellung sollte das neu gebildete Begleitgremium, ich habe es damals in einem Zeitungsbeitrag Wiesenparlament genannt, den Diskurs über die Entwicklung des Feldes organisieren und führen mit tatkräftiger Unterstützung von Senat und Grün-Berlin. Und das sehen wir im Grundsatz immer noch so. Mit Blick auf das derzeitige Verfahren sollte dem Koordinator ein solches Gremium aus Interessierten und Engagierten ähnlich wie beim Kuratorium zur Berliner Mitte zur Seite stehen. Das würde im Übrigen vieles vereinfachen und wahrscheinlich auch beschleunigen. Und künftig, hoffentlich auf breit getragenen Ergebnissen des aktuellen Beteiligungsverfahrens, könnte dieses Gremium den Staffelstab für eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung übernehmen. Und unsere letzte Forderung hat im Übrigen nichts an Aktualität eingebüßt. Es fehlen Orte für unabhängige und selbstorganisierte Treffen der Bürgerschaft. Die für das Beteiligungsverfahren zur Verfügung gestellte Zollgarage erfüllt nicht diesen Anspruch. Es geht um kleine, durch Initiativen selbst unkompliziert und preiswert zu bewirtschaftenden Räume. In den vielen Bestandsgebäuden auf dem Feld findet sich garantiert etwas Passendes und viel Geld würde das im Übrigen auch nicht kosten. Dass im Ergebnis des Volksentscheids auch anders über die Nutzung des Flughafengebäudes und über die Zukunft des ZRB-Projekts nachgedacht werden muss, versteht sich im Übrigen von selbst. Die Signale zu beiden Fragen sind schwach und widersprüchlich. Hier erwarten wir, und ich befürchte vergeblich, eine konzeptionelle Leistungssteigerung. Das Flughafengebäude ist groß genug, um verschiedene Nutzungen aufzunehmen. Ich finde zum Beispiel die Idee richtig, den Polizeistandort aus der Friesenstraße zugunsten von wohlgemerkt bezahlbarem Wohnen zu verlagern. Bleibt immer noch Raum genug für kreative und kulturelle Nutzungen aller Art und auch noch für diverse Verwaltungen und vielleicht sogar für Wohnungen für Flüchtlinge zum Beispiel. Also, es bleibt spannend in Tempelhof und der Senat sollte nicht so tun, als ginge ihn das erst wieder etwas an, wenn Herr Häuser seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Vielen Dank.